Hallo, mein Name ist Sevier. Ich bin 39 Jahre alt, von Berlin und habe seit 4 Monaten eine Frozen Shoulder entwickelt. Am Anfang, als ich gemerkt habe, dass irgendwas mit meiner Schulter nicht mehr ganz funktioniert war, dass so eine kleine Bewegung, die ich nicht mehr machen konnte, die eingeschränkt war, und es ist immer schlimmer geworden und immer schmerzhafter in der Nacht. Vor allem konnte ich gar nicht mehr schlafen. Es waren ganz viele kleine Sachen, die dann einem auffallen, dass man auf einmal das nicht mehr machen kann, wie sein Pulli ausziehen oder beim Autofahren oder Sachen heben oder eine Flasche aufdrehen. Der Schmerz hat so in die Schulter gestochen, wie so ein Messerstich, dass man einfach nur verzweifeln und schreien könnte. Ich habe einige verschiedene Behandlungsmethoden ausprobiert. Ich war bei 3 verschiedenen Orthopäden. Die eine Frau hat selber, oder die eine Orthopädin hat selber auch an einer Frozen Shoulder gelitten, kannte das alles sehr gut, hat mich sehr gut aufgeklärt. Ich habe sonst noch Rolfing und Chiropraktiker, Osteopathie, Massagen. Aber alles hat nicht den Erfolg oder einen Erfolg gebracht, vielleicht für einen kurzen Moment, und dann ist es entweder schlimmer oder genauso geblieben. Ich habe im Internet nochmal während der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, gesucht, was ich machen kann und wie andere Leute, die an einer Frozen Shoulder leiden, was die machen. Und dann habe ich im Internet ein Video von der Trigenics Klinik von Dr. O gefunden. Und ich war sofort, das mache ich. Und ich habe sofort eine E-Mail geschickt und mich meine Unterlagen hingeschickt. Meine Freunde, die meisten haben mich gut unterstützt. Also am Anfang natürlich skeptisch, weil es vielleicht nicht in Deutschland ist. Und wir denken in Deutschland immer, wir haben so ein gutes Gesundheitssystem, was eben nicht so ist. Deutschland hat gute Sachen, aber eben nicht alles. Und für eine Frozen Shoulder gibt es keine Behandlungsmethode. Und wo ich ihnen dann das Video geschickt habe, waren viele angetan und haben mich unterstützt und mir Mut zugesprochen, dass ich das machen soll. It was painful. It was hard. German. But afterwards you feel. Oh. Es war sehr anstrengend und es hat super weh getan. Es ist ein kurzer Moment und auf einmal kannst du deinen Arm wieder heben und man kann es nicht glauben, aber es ist so. Und ich danke Dr. O und seinem Team dafür, dass sie mir geholfen haben und ich meinen Arm wieder heben kann und winken kann und alles machen kann. Dankeschön. Der Moment, wo ich auf einmal meinen Arm wieder, oder wo Dr. O meinen Arm oben hatte und ich so, oh Gott, ich habe meinen Arm oben, ich habe meinen Arm oben. Ich war so glücklich und es war so toll. Es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur toll und es ist toll, dass es Dr. O und sein Team gibt und die Trigenics Klinik. Jeder, der an der Frozen Shoulder leidet und diese Schmerzen hat, kommen hier nach Tallinn oder wo die nächste Klinik von Deutschland ist, Tallinn, komm hierher und lass dich behandeln. Du musst nicht an den Schmerzen leiden und du musst auch keine 2 bis 3 Jahre warten, bis es weggeht. Du musst Übungen machen und es ist nicht, dass du einmal hierher kommst und dann nichts mehr machen musst, aber die Beweglichkeit, und ich habe gestern mein Procedure gehabt und ich kann meinen Arm wieder bewegen und ich habe keine Schmerzen.